für mich ist erstmal eine Chance, dass ich meine Sachen in einem breiteren Publikum präsentieren kann. Und vor allem sehe ich das aber auch als Chance, vielen Leuten Kunst näher zu bringen, die vorher vielleicht Kunst gar nicht so interessant fanden. Weil Kunst ist eigentlich ziemlich schön, so, wenn man das wirklich mal so zulässt. Und meistens ist es so bei Kunst, dass die einem unglaublich viel erklären möchte. Und meine Arbeit überlassen das halt dem Betrachter, was der halt in meinen Arbeiten sehen möchte. Und es ist sehr wichtig, dass in Dresden die Kunst auch nach außen geht. Die Idee, die noch hinter der Wiesenrampe liegt, ist eigentlich der Glücksdrachen. Das Kassenhaus, das ist der Kopf des Drachens, der sich jetzt mit dem Schwanz erhebt und sie sozusagen nicht nur Rollstuhlfahrer, sondern auch Kinderwagen leichter nach oben führen kann. Also mein Name ist Bettina Kletsch und ich stelle halt auf der diesjährigen Australe aus. Ich finde es auch speziell bei der Arbeit eigentlich echt ganz schön, dass sie in diesem alten Schlachthofgelände hängt, weil es sich bei der Arbeit halt um hauptsächlich Wurst- und Käseverpackung handelt, die ich mit Gips ausgegossen habe. Um diesen ganzen Analogien irgendwie zu untersuchen und dafür eine Sensibilität zu schaffen, irgendwie für Dinge, die uns so schnell irgendwie abgehen im Alltag, also dass man das eigentlich gar nicht mehr wahrnimmt. Also ich bin Dresdner Künstlerin. Mein Name ist Viola Schöpe. Zeitgenössische Kunst ist am aktuellen Geschehen dran. Und die Fragen, die uns im Raum stehen, die oft nicht beantwortet werden von Presse und von Politik, sind durch die Ausdruckskraft der Kunst halt am ehesten zu beantworten. Und vor allen Dingen kann jeder seine eigenen Fragen beantworten.